Es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Auf Ehre, Alter. Das ist unglaublich. Ich dachte, da wäre eine Brücke. Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach Mann, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tiers kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Ich liebe Prüfungen, ne? Prüfungen sind so, das ist genau meins. Wie Rätsel. Obwohl ich eigentlich nur, wenn ich streame oder aufnehme, mein Brain AFK ist. Ansonsten läuft er nicht. Aber was wäre ich für ein Streamer, wenn bei mir alle drei reibungslos funktionieren würde? Alles. Ja, von vornherein, konstant, durchweg. Das wäre scheiße. Sag euch so wie das. Ziemlich sperrlich. Der Sockel. Ziemlich sperrling hier. Ich bin voll, alles klar. Das ist gut. Oh nein, der Stein ist fort. Der Turm, er absorbiert die Energie des Steins. Irgendwas passiert. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Hier riecht's wie... Jo, hi. Oh nein, das hier ist beträchtlich schlimm. Und endlich spawnen wir, was ist hier los? Ja, war geil. Wo sind wir? Neuer Tipp hinzugefügt. Diese Wesen werfen Fragen auf. Sie können uns vergiften und ihren Sprungangriffen müssen sie besonders vorsehen. Okay. Die Brut explodiert, wenn sie stirbt. Das ist mir nicht so viel fallen, aber das könnten wir ausnutzen, wenn andere Gene. Ah, okay. Aber wir haben jetzt dadurch jetzt aber nicht so einen krassen Schaden genommen, oder? Jetzt! Oh nein! Nicht der Brudi hier schon wieder. Wo ist er denn? Kann ich den nicht... Ah, hier konnte ich anvisieren, alles klar. Was? Da sind zwei... Klar, okay, jetzt rast ich raus. Hallo? Bin noch nicht fertig mit meinem Ragen hier. Hier mal diese komische Dings da kaputt. Oha. Ah, jetzt endlich.
So, komm mal, erzähl, wo bist denn du? Schön dunkel auf jeden Fall hier. Wie konnte ich eigentlich nochmal seine krasse Fähigkeit hier für Atreus ausrüsten? Wir wollten gerade eigentlich gerne geblockt haben, oder? Hier wie ein junger Gott habe ich gerade. Ja, langsam mal tot sei oder sagen, Alter. Wo kommen wir wohl als nächstes hin? Ich weiß es. Ein bisschen hart, ja. Oder man ist ja typisch sind stark und schwer gepanzert, aber nach bestimmten Angriffen ist er verwundbar. Wenn wir ihn einfrieren oder schwächen. Ja, kann er sich nicht erholen, wenn er gesteuert oder aus den Luftangriffen geholt wird. Aha. Also vielleicht doch mit der Axt den einfrieren. Oh je, da kommt Eva. Bereit machen. Hier schon wieder. Oh, ihr schon wieder. Ich hau ihn um. Gegner erledigt. Hi. Hey. Jo, alles klar, mein schönes Weg, oder was? Also ich feiert gerade richtig extrem ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest, Oh, hi! Warte, wie laut ist er denn? Oh, krasse Bussi, Jutu. Nee. Vorsicht!
Feuer! Von hinten! Vorsicht, hinter dir! Jo, moin, warte! Alter, macht doch auch nicht Damage, wa? Alter, voll in den Kopf, Junge. Jo, der war gut. So, mehr, mein Kleiner. Wir können ja gar nichts, Alter. In your Schädel, Alter. Spannen wir uns erstmal ganz kurz. Hat angehalten. Es ist vorbei. Ja, aber wo sind wir? Ein Schützen erhebt. Erhieb. Nee, der ist auch ziemlich lame. Aber. Ich will nicht sagen, aber er ging schon gerade richtig krass geil ab, oder? Ich hab's gefeiert. Wo geht's lang? Hallo? Entschuldigung. Stein ist weg. Hier, große Tor. Ja, okay. Da, wir sind wieder in Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft. Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyr's Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tyr das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Und sieh, jetzt können wir endlich alle Feuerschalen anzünden und sehen, was geschieht. Jupp. Aber erstmal. Noch ein Name. Göndul. Jemand, der die Walküren sehr liebte. Wer nur? Feuerschale entzündet. Ah ja, okay. Vielleicht die Königin. Okay, da konntest du noch nicht. Ja. Ich könnte es natürlich jetzt hier. Ja, alles klar. Dann könnte ich jetzt dann auf diese Insel wahrscheinlich gehen oder so, ne? Aber wir gucken mal. Achso, wir können ja hier mal gucken. Wir hatten doch hier noch Nebenquests zu machen. Weltentisch benutzen, um dann Niflheim reisen. Das können wir jetzt theoretischerweise, weil ich kann es nicht anwählen, weil ich erstmal die Hauptmission selber machen muss, oder was? Flammen freischalten. Okay. Das kann ich offensichtlich auch nicht. Dann gehen wir die Hauptstory weiter. Weil, genau. Da war nämlich noch was mit Niflheim. Das wollte ich auch noch tun.
Ja, stimmt, die ganzen Dinger drehen und, ach Gott. Also die Welt ist wirklich ziemlich. Ja, also für mein Gehirn, für mein kleines Hirn nicht mehr so gut geeignet. Jo, moin, hi. Und wie geht's euch? Nicht gut, nichts zu erzählen. Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht. Und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut. Dann machen wir ein bisschen stealthy oder was? Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Okay, also. Muss ich hier wahrscheinlich straight jetzt mal die Story machen. Es ist soweit. Es geht los. Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie er, Mimi. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs. Ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es. Wer weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri. Okay. Dann ist ihm aber jetzt Odin rechtzeitig eingefallen, war erst nachdem er dass hier vielleicht der Weltenstein fehlt oder so, ist. Das hätte ich jetzt mit ihm Auge ja mal sehen können, aber. Naja. Dann halt wohl nicht. Moin. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden die Mimirs zweites Auge? Das. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Lehnt er ab. Verzeihung, entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rat. Aha. Das heißt, wir kommen hier nicht mehr zurück, oder was? Lasst uns anfangen. Ja, aber ich habe ja... Du bist ja lustig. Mir fehlt hier Frostflamme, mir fehlt hier Chaosflamme. Wie soll ich denn was und woher und... Wie zum Teufel? Das ist, ja. Tja, naja, aber... Ja.
Mach das jetzt, weil später könnt ihr es nicht mehr machen. Dann chill mal deine Base. Vielleicht kann ich jetzt mal hier noch ein paar Nebenaktivitäten machen. Eine Firma freischalten, ja. Welten. Achso, Weltentisch benutzen, um dann William zu. So, Buddy. Dann. Machen wir das jetzt hier, oder was? Wer ist ja sonst, ne, und so. Ziemlich kacki und so. Oder was? Hallo? Komme ich hier irgendwie. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich bin ja da schließlich. Hab ja schließlich die Sprache gelernt, oder nicht? Ja. Welt nicht verfügbar. Welt nicht verfügbar. Warum nicht? Warum muss man Odin Flüster gehängt? Ah, ein bescheidenes Beispiel für Odins Wissensdurst. Damals verbrachte er 9 Tage als Toter. Er hängte sich selbst an Yggdrasils Ästen auf, rammte sich seinen Speer in die Seite und sein Blut rann in den Brunnen des Schicksals. Er durchstreifte das Reich der Toten und plünderte die Geheimnisse des Weltenbaums, bis dieser genug von ihm hatte und ihn zurück ins Land der Lebenden schickte. Hab ich nicht erwähnt, dass er total irre ist? Offensichtlich geht's doch, oder? Oder was? Okay. Wir sind jetzt aber richtig gelaufen, oder? Also ich glaub ja, ne? Unentdeckt, ne? Ja. Ja. Siehst du mal. Müsste zu 2. Oh, aha. Guck mal hier. Ach du heiliger Wahnsinn. Da platzt mir ja schon wieder der Schädel. Erledigte Gefallen. Okay. Gefundene Läden, mystische Tore. Oh, da haben wir. Da haben wir ja mal. Noch ordentlich was vor hier, oder was? Weil, sonst zeigt ihr die Fühl. Ach, Nivelheim. Was jemand wohl hierher verschlagen könnte. Nivelheim. Okay. Riecht ja schlimm. Was ist das? Dieser Nebel ist verflucht. Verflucht? Ganz recht. Wenn man ihn zu lange einatmet, ist er tödlich. Ein Grund mehr, Nivelheim zu lieben. Sieh her. Ja, Vater. Mal sehen. Ja. Okay. Die erste Mal war das schon mal geilste. Kehrt um. Auf diesem Ort liegt der Fluch von Ivaldi. Der russische Zar, der russische Gott aus Asgard. Okay. Hey, da haben wir ja noch richtig viel. Was ist das denn? Seltsam. Zu tun. Ja, seltsames Material. Nee, Chaos. Ich frage mich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir storytechnisch dann ganz schön am Ende schon sind. Das ist eins natürlich. Wie nett, euch hier zu sehen. Hi. Ich habe dich nicht erwartet. Glaubst du, verfluchter Nebel macht mir was aus? Stimmt, tut er. Ich tüftle an einer Rüstung, die Wirkung abschwächt.
Das Material dafür ist hier in Ivaldis Werkstatt, aber es ist natürlich von diesem ekelerregenden Nebel bedeckt. Gleich kommt. Der Eingang ist versiegelt, aber mit genügend Nebelechos kann ich euch einen Zugangsstein machen. Sag ich doch. Aha, wie viel Nebelecho brauchst du? Eier, 500, oh. Haltet euch aber nicht zu lange in dem Nebel auf. Der Gestank setzt sich in Haaren, Waffen, Rüstungen fest. Ich fasse nichts an, dass ihr nicht im Feuer Muspelheims von allen Tierchen befreit habt. Tödlich ist er auch. Ja, geil. In der Werkstatt dürftet ihr genügend Nebelechos finden. Am Leben zu bleiben ist schwieriger. Okay. Wo sind wir hier? Ihr steht am Eingang zu Ivaldis Werkstatt. Ein Zeugnis für die technische Genialität der Zwerge. Warum stinkt es hier so? Ziemlich übel, nicht wahr? Tja, lange Geschichte, aber kurzum, Ivaldi hantierte mit verbotenen Kräften und ihr atmet die Konsequenzen. Geilo. Also, Ivaldi hat den Nebel erzeugt? Nein, nein. Niflheim war schon immer voller Nebel und Schnee. Endlos viel Schnee und Wind und Eis. Ehrlich, hier war es noch nie sehr gemütlich. Aber Ivaldi bändigte diese eisige Macht und erschuf Wunderwerke, die Menschen- und Götterwelt erschüttern. Wow. Ja, wow. Wow. Und was dann? Hm? Nachdem Ivaldi alles erbaute. Ah ja, also. Odin fand es nicht gut, dass Zwerge Dinge erbauten, die seine Macht in Frage stellten. Also griff er ein. Ivaldi war erzürnt und rächte sich. Ab da lief alles aus dem Ruder und tada, verfluchter Nebel. Und deshalb geht man Göttern besser aus dem Weg. Wow, ich meine Dreieck. Oh, besser denn je. Weißt du, ich glaube, wir beide sind in den Jahren reifer geworden. Nur der frischen Luft wegen. Ehrlich, ich liebe meinen Bruder. Aber er stinkt wie ein Misthaufen. Frische Luft. Bei Gasen, die tödlich sind. Ich verstehe. Ich werde jetzt ganz kurz mal den Stream beenden. Und ich hoffe, dieser bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Livestream wieder. Und ja, vielleicht sehen wir uns heute mal wieder, wenn alles gut läuft und die. Wir finden, dass die Aufnahme ziemlich geil aussieht. Sehen wir uns bestimmt nachher gleich wieder. Klärt Essenspäuschen und vielen Dank für dein Einschalten. Bis neulich.